Was geht ab, YouTube? Willkommen zu meinem zweiten GNC-Tagebuch. Boah, dicke Hummel, Alter. Krasses Ding. Willkommen zu meinem zweiten GNC-Tagebuch. Ich bin heute in der wunderschönen Vulkaneifel. Mein letztes GNC-Tagebuch ist ja noch nicht so lange her. Also ich habe schon vor, auch das so wöchentlich abzudaten, was so geht. Oder auch einfach nur ein paar Worte an euch zu richten, so ein paar Gedanken zu teilen. Und genau das mache ich heute auch, weil so viel wisst ihr ja über meine Person noch nicht. Und ich dachte, es interessiert vielleicht den einen oder anderen. Woran ich glaube und warum ich daran glaube. Ja, eigentlich schon seit relativ früher Jugend, später Kindheit. Und zwar glaube ich an Gott. Ich glaube an das Leben, an die schöpferische Allmacht des Lebens. Bei meinen Nachforschungen habe ich wieder einmal festgestellt, dass dies ein sehr kontroverses Thema ist. Meine Meinung wird nicht jedem passen. Und obwohl ich um Objektivität bemüht war, habe ich trotz aller Wahrheitsbestrebungen meine ganz eigene Perspektive, wie eben jeder andere auch zu dem Thema. Und diesen Glauben, anders kann man es nicht betiteln, versuche ich nun nachvollziehbar zu erklären. In jüngster Zeit ist mir mehrfach der Naturalist, wie er sich selbst nennt, Philipp Möller, begegnet. Also es wurden Videos verlinkt von ihm, von Leuten, die eben seine Ansichten teilen zu dem Thema. Und er vertritt eben die Auffassung, dass die Existenz Gottes eine unbelegte Behauptung ist. Von Leuten, die eben Unerklärliches, Übernatürliches für die Wahrheit halten. Ja, ich bin ja heute nicht nur als Naturalist da, der eben nicht an übernatürliche Phänomene glaubt, sondern vor allen Dingen als Humanist, der der Meinung ist, dass der Glauben uns häufig dabei im Weg steht, die Welt eben kennenzulernen, den Blick auf die Welt zu richten, der aber auch der Meinung ist, dass wir unser Leben nutzen sollten, die Welt zu einem lebenswerteren Ort zu machen und das vielleicht nicht nur für Menschen, sondern auch für alle anderen Tiere. Das Verhältnis von Glauben und Wissenschaft. Herr Möller, wenn Wissenschaft alles beantworten kann, warum sind dann weltberühmte Physiker eigentlich gläubig? Gauss, Newton, Planck. Also erstmal kann Wissenschaft nicht alles beantworten. Das ist auch nicht das Ziel, sondern Wissenschaft stellt Hypothesen auf, stellt widerlegbare Aussagen auf und überprüft dann, ob die Aussage gestimmt hat oder nicht. Also Wissenschaft ist ja letztlich nichts weiteres als ein Sammelsurium von Instrumenten und Methoden, die uns dabei helfen sollen, überprüfbare Aussagen zu überprüfen. Also mit nicht überprüfbaren Aussagen setzt sich die Wissenschaft natürlich nicht auseinander, denn Gott ist natürlich genauso wahrscheinlich wie die Zahnfee. Jeder findet irgendwann im Leben etwas, was ihn so berührt, dass er sagt, es ist ein Wunder. Schau eine Geburt an, das reicht. Ein Wunder ist etwas, was ich nicht erklären kann oder nicht genau weiß, wo kommt also der her. Also eine Geburt kann man erklären. Ja, aber nicht woher. Ich schon. Nein, ja, geh zurück also, bis zur Ersten. Geh bis zur Ersten zurück. Ist wie wenn er sagt, Gott war da als Person, hat etwas erschaffen. Da ist mein kindlicher Geist, der natürlich fragt, wo kam der her? Wenn er eine Person war, muss er irgendwo hergekommen sein. Das ist etwas, was der Verstand nicht versteht. Es kam nirgendwo her und es geht auch nirgendwo hin, aber es ist. Und das ist das Problem. Hat der Württemberger zu wenig in Biologie aufgepasst? Nein, also ich meine, ich kann jetzt nicht die gesamte Geschichte der Evolutionsbiologie nachzeichnen, ist ja klar. Aber klar ist doch, dass wir alle genauso wie alle anderen Lebewesen, wie alle anderen Tiere dieser Welt eben entstanden sind. Und was davor war, mit Verlaub, worüber man nicht reden kann, sollte man schweigen. Da ist nämlich der interessante Punkt, dass der Glauben hier nämlich vorgibt, etwas zu wissen, was man nämlich gar nicht wissen kann. Und die Wissenschaft weiß, wo ihre Grenzen sind. Und das macht der Glaube eben falsch. Eines möchte ich jetzt aber noch vorweg sagen, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. Dass Herr Möller auch Humanist ist, der die Gräueltaten der Kirche anprangert, sofern dies aus wahrhaft guten Absichten passiert, ist eine wunderbare Sache. Sonst würde ich das ja nicht selbst machen. Allerdings, viel zu häufig habe ich den Eindruck, dass hier der Glauben an Gott mit der Institution Kirche gleichgesetzt wird, woraus dann wiederum eine Legitimation zur Blasphemie abgeleitet wird. Ich will Ihnen Ihr Recht auf das hohe Gut der freien Meinungsäußerung selbstverständlich nicht absprechen, Herr Möller. Alles andere als das, aber die überspitzten Formulierungen einiger Ihrer Thesen trägt nicht zum respektvollen Austausch bei, der sicherlich auch in Ihrem Sinne ist, oder nicht? So, gut, das gesagt, komme ich jetzt zum eigentlichen Thema.
Ja gut, und ich bin der Meinung, von nichts kommt nichts. Also Kausalität. Jede Wirkung hat auch eine Ursache. Genau. Und wenn wir eine Stadt vor uns sehen, ein Gebäude, ein Auto. Ich meine, bei einem Auto, nicht mal bei einem Auto, akzeptieren wir, dass dieses Auto, oder würden wir akzeptieren, dass dieses Auto ohne Zutun von irgendwem in unserer Einfahrt steht. Das heißt, niemand hat dieses Auto am Reißbrett konstruiert und niemand hat dieses Auto irgendwie zusammengesetzt und seine Bestandteile irgendwie geformt und zusammengesetzt. Würden wir niemals akzeptieren, dass das Zufall ist, oder? Naja. Und was ist nun das Universum, das es schafft, Lebensformen hervorzubringen, die in der Lage sind, sich selbst und ihre Existenz zu hinterfragen? Quasi der heftigste Supercomputer aller Zeiten, der einfach so zufällig entstanden ist. Naja, jedenfalls betrachten wir das jetzt mal Schritt für Schritt. So, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass die Urknalltheorie der Wahrheit entspricht. Dass die gängige Theorie der Wissenschaft ist und ich jetzt einfach nicht noch ein weiteres Fass für die kognitive Dissonanz aufmachen will. Dann ist das eine ziemlich verrückte Geschichte. Gucken wir uns mal ein kurzes Video dazu an. Machen wir uns auf die Suche nach Gott im Universum. Das Universum kann brutal sein. Galaxien kollidieren miteinander. Ausgebrannte Sterne explodieren. Doch im Universum entsteht auch Wunderbares, zumindest auf der Erde. Denkende, fühlende Wesen. Seit dem Mittelalter entstanden immer neue Theorien zur Größe des Universums und unseren Platz darin. Für Gott blieb oft kein Platz mehr. Viele Phänomene schienen lange mysteriös, wundersam oder magisch. Mithilfe der Wissenschaft haben wir sie schließlich verstanden. Forscher haben nach und nach erkannt, dass die Sonne nur ein Stern unter vielen ist. In einer gigantischen Galaxis mit 100 Milliarden anderer Sterne. All dies entstand mit einem großen Knall vor 13,7 Milliarden Jahren. Also es gab da diesen Urknall und seit dem Urknall dehnt sich die gesamte Materie, ein extrem dichter Ball mit aller Masse des Universums. Und könnte man sich dann auch mal fragen, woher kommt überhaupt diese Masse? Denn, naja, wie wir vorhin gesagt haben, von nichts kommt nichts. Also das war so ein kleiner Ball, der die gesamte Materie zusammengehalten hatte. Und der krasse Druck, der da bestand, hat halt dazu geführt, dass diese gesamte Materie förmlich explodiert ist und diese Ausdehnungsgeschwindigkeit ist eine exakte Geschwindigkeit, denn wäre diese Geschwindigkeit etwas geringer oder etwas schneller gewesen. Wäre zum Beispiel die Expansionsrate des Universums nach dem Urknall um ein Trillionstel anders gewesen. Eine Trillion ist eine 1 mit 18 Nullen, würde das Universum sich schneller ausbreiten oder in sich zusammenfallen. All das hier wäre nicht möglich. And none of this would be possible. Zur Illustration, wie gering ein Trillionstel ist, stellen wir uns alle Sandkörner auf diesem Strand vor. Oder noch besser, alle Sandkörner auf allen Stränden der Welt. Das ist ungefähr eine Trillion. Bei diesem Vergleich steht der Sand für die Expansionsrate des Universums nach dem Urknall. Wie viele Sandkörner müsste ich wegnehmen oder hinzufügen, um das Universum zu zerstören? Genau ein Korn. Eines von einer Trillion. So exakt ist die Grundlage unserer Existenz. Hätte es davon nur die geringste Abweichung gegeben, dann kein Leben auf der Erde. Doch obwohl der Urknall perfekt kalibriert war, gäbe es kein intelligentes Leben, wenn die Materie sich gleichförmig im All ausgebreitet hätte.
Wäre alles perfekt gelaufen, gäbe es keine Klumpen, die durch Gravitation Sterne und Galaxien formen. Es waren also bei der Verteilung der Materie im All leichte Unregelmäßigkeiten notwendig. Wären diese kleiner ausgefallen, hätten sich weder Sterne noch Galaxien gebildet. Wären sie größer gewesen, hätten sich nur schwarze Löcher gebildet. Ich kenne keinen einzigen Wissenschaftler, der unsere Welt nicht für extrem raffiniert hält. Nicht nur mathematisch gesehen oder wegen ihrer Schönheit, sondern wegen der Manifestation von etwas wirklich Außergewöhnlichem. Wie anders ließe sich ein so extrem fein abgestimmtes Universum erklären, als durch die Existenz eines göttlichen Schöpfers? Es wird oft behauptet, dass dieses Zusammenspiel ein Hinweis auf eine besondere Macht sein müsse. Wäre die Erde 5% näher an der Sonne oder 2% weiter entfernt, dann wäre sie nicht mehr in der habitablen Zone. Das heißt, es wäre hier viel zu kalt oder viel zu warm, um Leben entstehen zu lassen und kein Leben auf der Erde. Jahreszeiten gibt es durch die Neigung der Erdachse von 23,5 Grad. Nur die geringste Abweichung davon und die Jahreszeiten wären einfach viel zu heftig und in bestimmten Regionen der Erde wäre es viel zu kalt und in bestimmten Regionen der Erde wäre es viel zu heiß. Und Jahreszeiten werden erzeugt durch den Mond. Wäre also nicht ein kleiner Teil der Erde irgendwann exakt so, wie es eben besteht, exakt so, wie der Mond eben geschaffen ist, von der Erde getrennt worden, dann kein Leben auf der Erde. Ohne den Sauerstoff in der Atmosphäre, also die Wechselwirkung mit den Pflanzen und die Photosynthese, diese brauchen Kohlenstoff, wir brauchen Sauerstoff, ohne all das kein Leben auf der Erde und es ist exakt so gegeben, wie es zu sein hat. Auch bei idealer Verteilung der Materie im Universum hätte sich niemals Leben gebildet, wenn nicht komplexe Prozesse in Sternen aus Wasserstoff und Helium schwere Elemente wie Kohlenstoff gebildet hätten. Die Grundelemente aller Lebewesen. Manche Sterne sind explodiert und haben Rohmaterial geliefert für neue Sterne, neue Planeten und schließlich für das Leben selbst. Wenn die physikalischen Gesetze oder die physikalischen Konstanten nur ein wenig anders wären, hätte es vielleicht weder Kernfusionen noch explodierende Sterne gegeben. Dann stünden wir nicht hier und würden darüber diskutieren. Und, also die Zusammenhänge, die zum Leben führen, aus astrophysischer Sicht sind einfach wahnsinnig komplex. Aber gehen wir mal vorbei an dem und bewegen wir uns langsam in Richtung Quantenphysik. Vorbei am Menschen mit seinen Knochen, Muskeln, Organen, Blutgefäßen und was weiß ich noch alles. Als wäre das nicht alles komplex genug. Gehen wir runter zur menschlichen Zelle zunächst mal und dort mit Dr. Dean Kenyon und seinem Team. Zur chemischen Evolution. Von den späten 60er bis in die frühen 80er Jahre war Dean Kenyon einer der weltweit führenden Theoretiker der chemischen Evolution, die ausschließlich mit Hilfe natürlicher Vorgänge zu erklären versucht, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Dean Kenyon stieß auf ein wesentliches Problem. Um die Entstehung des Lebens zu erklären, musste er zuerst die Entstehung der wichtigsten Bausteine der lebenden Zelle erklären, nämlich die der komplexen Proteinmoleküle. Proteine erfüllen sehr viele Aufgaben in der Zelle. Dean Kenyon wusste, dass Proteine für die Entstehung ersten Lebens genauso unverzichtbar waren wie für die heute lebenden Zellen. Zudem erkannte er die Komplexität ihres Aufbaus. Proteine wiederum bestehen aus kleineren chemischen Einheiten, den Aminosäuren, die in langen Ketten miteinander verbunden sind. In diesen Zelleinheiten und den proteinbildenden Aminosäuren begegnen wir einem sehr hohen Grad architektonischer Komplexität. In der Natur werden 20 verschiedene Aminosäuren zur Herstellung der Proteinketten verwendet. Biologen vergleichen sie mit den 26 Buchstaben des Alphabets. Die Buchstaben des Alphabets können unzählige Kombinationen ergeben. Doch ob sich sinnvolle Wörter und Sätze bilden, wird von der Reihenfolge der Buchstaben bestimmt. Richtig angeordnete Buchstaben ergeben also einen sinnvollen Text. Andernfalls ergibt sich ein absolutes Durcheinander. Das gleiche Prinzip gilt für Aminosäuren und Proteine. Es gibt mindestens 30.000 Proteine, die alle aus unterschiedlichen Kombinationen derselben 20 Aminosäuren bestehen. Angeordnet wie Buchstaben bilden sie sehr lange Ketten.
Nur in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt, faltet sich die Aminosäurekette in ein funktionierendes Protein. Die Reihenfolge der Aminosäuren bestimmt die spezifische Faltung, aus der sich dann die dreidimensionale Struktur des Proteins ergibt. Diese Anordnung ist entscheidend. Denn wenn sich die Aminosäuren falsch aneinanderreihen, bildet sich eine nutzlose Kette. Und anstatt sich in ein Protein zu falten, wird sie in der Zelle wieder abgebaut. Wie geschriebene Sprachen oder Computercodes besitzen Proteine ein hohes Maß an Spezifikation. Die Funktion des Ganzen hängt von der korrekten Anordnung der einzelnen Teile ab. Aber wodurch wird die genaue Reihenfolge der Aminosäuren und damit die Form und Funktion der Proteine gesteuert? Kenyon sah sich gezwungen zu erklären, wie sich die ersten Proteine auf der Urerde ohne die Hilfe genetischer Information formieren konnten. Denn die Aminosäureketten in gegenwärtig lebenden Zellen bilden sich nicht durch die Anziehungskräfte zwischen ihren Einzelteilen, sondern werden durch Baupläne bestimmt, die in einem anderen großen Molekül der Zelle gespeichert sind, der DNA. Im DNA-Molekül begegnete Dean Kenyon einem Phänomen, das er nicht mit natürlichen Vorgängen erklären konnte. Denn die DNA-Doppelhelix-Struktur ist voller Information. Exakt aufeinander folgende chemische Verbindungen, die man mit den Buchstaben A, C, T und G bezeichnet. In der geschriebenen Sprache wird Information durch die genaue Anordnung von Buchstaben vermittelt. Genauso werden die Bauanweisungen für die Zusammenstellung der Aminosäuren zu Proteinen durch die Sequenz der Basenpaare entlang der DNA bestimmt. Dieser chemische Code wird Sprache des Lebens genannt und stellt das komprimierteste und ausgefeilteste Speichermedium für Information im ganzen uns bekannten Universum dar. Je länger ich meine eigenen Studien fortführte, desto klarer wurde mir, dass die Theorie der chemischen Evolution mehrere Schwachstellen besaß. Und weitere Experimente zeigten, dass Aminosäuren nicht die Fähigkeit besitzen, sich von selbst in biologisch sinnvollen Sequenzen aneinanderzureihen. Mit der zunehmenden Schwäche seiner Theorie und der wachsenden Anzahl wissenschaftlicher Daten über die zentrale Rolle der DNA konfrontiert, musste Dean Kenyon die absolute Notwendigkeit genetischer Information anerkennen. Je mehr mir bewusst wurde, dass wir in unserer Forschung alle ein enormes Problem vernachlässigt hatten, nämlich die Frage der Herkunft der genetischen Information selbst, desto radikaler musste ich schließlich meinen ganzen Standpunkt revidieren. Eine neue Frage rückte für Dean Kenyon in den Vordergrund. Was war die Quelle der biologischen Information in der DNA? Zudem war Dean Kenyon nicht entgangen, dass die meisten Forscher den Gedanken verworfen hatten, dass die zum Bau der ersten Zelle notwendige Information ausschließlich durch Zufall entstanden sei. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass sich auch nur eine einzige Zeile aus Shakespeares Hamlet bildet, indem man Scrabble-Buchstaben auf eine Tischplatte fallen lässt. Aber um die genetischen Anweisungen darzustellen, die zur Herstellung der Proteine eines Einzellers nötig sind, wären Hunderte von bedruckten Seiten Papier erforderlich. Natürlich glaubten ernsthafte Evolutionsbiologen nicht, dass das Leben ausschließlich per Zufall entstanden war, sondern dass die natürliche Selektion auf zufällige Veränderungen von chemischen Verbindungen wirkte und so zum ersten Leben geführt hatte. Per Definition kann die natürliche Selektion nicht schon vor der Existenz der ersten lebenden Zelle gewirkt haben. Denn sie kann nur auf Organismen wirken, die sich selbst vervielfältigen können. Also auf Zellen, die mit Hilfe ihrer DNA ihre genetischen Veränderungen weitergeben. Ohne DNA keine Selbstreplikation. Aber ohne Selbstreplikation keine natürliche Selektion. Somit kann man die natürliche Selektion nicht zur Erklärung der Entstehung der DNA heranziehen, ohne die Existenz dessen vorauszusetzen, was eigentlich zu erklären ist. Zufall, natürliche Selektion und die Theorie der Selbstorganisation versagten bei der Erklärung der Entstehung der genetischen Information. Jetzt sah Dean Kenyon nur noch eine Alternative. Es besteht nicht die geringste Wahrscheinlichkeit für eine Entstehung des Lebens durch eine chemische Evolution. Nicht einmal für die einfachste Zelle. Nachdem Kenyon seine Theorie verworfen hatte, brachte die Wissenschaft die Details eines ganzen Informationsverarbeitungssystems zum Vorschein, die Kennzeichen von intelligenter Planung tragen.
Mittels Computeranimation können wir in der Zelle selbst dieses beeindruckende System bei der Arbeit sehen. Nach dem Eintritt in den Zellkern sehen wir die eng gewickelten DNA-Stränge, worin die Pläne gespeichert sind, die zum Bau der Proteine in einem Organismus notwendig sind. In einem Vorgang, der als Transkription bezeichnet wird, wickelt zuerst eine molekulare Maschine einen Abschnitt der DNA-Helix ab, um die genetischen Anweisungen freizulegen, die zur Herstellung eines bestimmten Proteins nötig sind. Eine andere Maschine kopiert diese Anweisungen, indem sie ein Molekül herstellt, das Messenger-RNA genannt wird. Ist die Transkription abgeschlossen, transportiert der RNA-Strang die genetische Information durch den Kernporenkomplex, die Schleuse, die den Import und Export des Zellkerns reguliert. Der Messenger-RNA-Strang wird zum Ribosom geleitet, einer zweiteiligen Molekülfabrik. Nachdem er dort gut befestigt ist, beginnt der Vorgang der Translation. Im Ribosom setzt ein molekulares Fließband eine spezifisch angeordnete Kette von Aminosäuren zusammen. Diese Aminosäuren werden aus anderen Bereichen der Zelle herantransportiert und dann an die oft hunderte von Gliedern zählende Kette angefügt. Ihre Reihenfolge legt die Art des hergestellten Proteins fest. Die fertige Kette gelangt vom Ribosom aus in eine tonnenförmige Maschine, die ihr hilft, sich in die exakte, für ihre Funktion entscheidende Form zu falten. Nachdem die Kette in ein Protein gefaltet wurde, löst sich das Protein und wird von einer anderen molekularen Maschine zu seinem genauen Einsatzort eskortiert. Es ist überwältigend, auf dieser Größenskala einen so fein abgestimmten Apparat zu beobachten, der die Zeichen von Intelligenz in Design und Herstellung trägt. Vor uns liegen die Details eines unglaublich komplexen Reiches genetischer Informationsverarbeitung. Und genau in diesem neuen Reich molekularer Genetik entdecken wir die überzeugendsten Beweise für Design auf der Erde. Tatsächlich gibt es im ganzen uns bekannten Universum nichts, das mehr und effizienter Informationen speichern und übertragen kann, als das DNA-Molekül. Das komplette menschliche Genom umfasst etwa 3 Milliarden Buchstaben. Die spezifische Anordnung der chemischen Buchstaben im DNA-Molekül ermöglicht es, detaillierte Anweisungen und Informationen zu übertragen. Genauso wie Buchstaben in einem sinnvollen Satz oder Binärziffern in einem Computercode. Während des 19. Jahrhunderts glaubten die Wissenschaftler, dass es 2 grundlegende Größen gab: Materie und Energie. Aber zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellen wir fest, dass es eine dritte fundamentale Größe gibt: die Information. Ein Problem mit der Evolutionstheorie besteht für mich darin, dass sie willkürlich eine ganze Kategorie von Ursachen ausschließt, bevor die Indizien eine Chance bekommen, beachtet zu werden. Und die Ursache, die ausgeschlossen wird, ist die Intelligenz. Ich habe gerade eben ja den Makrokosmos, in dem wir uns bewegen, der für uns nicht fassbar groß ist, der kleinlich genauen Naturgesetzen folgt. Und dann gibt es ja noch den Mikrokosmos, also der Mensch, habe ich ja eben schon angesprochen. Der teilt sich auf in seine ganzen Organe, die er hat, und in seine Blutgefäße und seine Haut, und die ja auch ein Organ ist. Und dann ist er in der Lage, Gedanken zu teilen, über das Sprechen. Und ja, das ist eine wahnsinnige Komplexität, die da zusammenspielt, die zu einer Existenz wie der unseren führt. So, und was die... Also wie gesagt, eben habe ich ja schon die Astrophysik angesprochen, und was uns die Quantenphysik sagt, ist halt auch, dass das Ganze Wellen sind, dass das kleinste Teilchen sind, die sich zusammensetzen, kleinste Atome. Trotzdem führt es dazu, dass sich das zu komplexen Lebensformen, wie eben den Menschen, zusammensetzt, das Ganze. Einfach weil das ein höheres Bewusstsein ist, dass da... dass er diesem Plan folgt. Alle Masse, die sich seit dem Urknall im Universum verteilt, besteht aus Materie, aus Atomen. Wir bestehen also aus reinem Sternenstaub, so gesehen. Also auch wir setzen uns daraus zusammen, und der Atomkern wird umkreist von Elektronen, und dieses Gebilde nennt sich dann eben Atom. Wir nennen diese Atome Masse, weil sie der Schwerkraft unterliegen.
Allerdings besteht eine immense Lücke zwischen einem Atomkern und dem nächsten. Wir können uns das ungefähr so vorstellen, betrachten wir mal das Wasserstoffatom. Dort schwirrt ein Elektron um den Kern und der Kern, gehen wir mal davon aus, stark vergrößert, er wäre ca. 20 cm groß, dann ist das in diesem Größenverhältnis so, dass dort der nächste Kern des nächsten Wasserstoffatoms ca. 20 km entfernt ist von diesem 20 cm großen Atomkern. Und alles dazwischen ist, fliegen so ein paar Elektronen rum, aber alles andere 20 km luftleerer Raum, Vakuum. Überträgt man das jetzt mal auf den Menschen, dann bestehen wir eben auch zu 99,99 Prozent aus luftleerem Raum, aus Vakuum. Und das, was übrig bliebe, wenn wir dieses Vakuum wegnehmen würden, diesen luftleeren Raum von uns wegnehmen würden, das wären mikroskopisch klein. Also wir wären dann mikroskopisch klein. Jetzt wird es noch verrückter. Dieser Körper, aus dem wir bestehen, der aus Atomen besteht, geht fließend über in den Raum, der uns umgibt, der auch wieder aus denselben Bestandteilen besteht, also den Atomen. Und dieser Raum, der uns umgibt, ist ein endloses Energiefeld. Die Wissenschaft, also die Physik, spricht dort von Psi-Feld oder auch Nullpunktfeld. Letztendlich sind wir Wellen, die sich zur Materie manifestieren, eben zum Menschen, der sich dann wiederum darüber streiten kann, also so komplexe Denkleistungen erbringen kann, so komplexe eigene Welten konstruieren kann in sich selbst, dass wir über so einen Quatsch philosophieren können wie Gott und Zahnfee. Ist das dasselbe? So, und jetzt machen wir einen kleinen Ausflug weg von der Astrophysik und der Quantenphysik hin zum Glauben. Und in diesem Fall dem buddhistischen Glauben. Denn dieser, ist Quantenphysik von vor 4000 Jahren. Erwin Schrödinger, der das natürlich alles sehr schön schon erkannte damals, hat in einer Vorlesung in England 1956 gesagt, unsere jetzige Denkweise hätte eine kleine Bluttransfusion aus östlichem Gedankengut notwendig. Warum sagte er das? Weil alte Überlieferungen physikalisch korrekt von der Möglichkeit, von der Potentialität der großen Lehre sprechen, die fähig ist, alle Dinge hervorzubringen. Und laut buddhistischer Lehre, die große Lehre, jetzt mit EE geschrieben, ist das Allumfassende, das nicht mit dem Sinn Erfassbare, das wie der unendliche Mutterschoß des Weltraums alle Formen gebiert, nährt, in sich beschließt, indem das Licht ewig strömt, ohne je verloren zu gehen. Lehre wird definiert als die Abwesenheit aller Bestimmungen. Und der Buddha sagt, das ist das Unentstandene, das Ungeformte, das Ungeborene, die Sunyata. Und die heutige Physik sagt genau das Gleiche. Aus der Lehre, aus diesem Vakuum entfaltet sich die Welt. Alle Dinge treten aus dem Zustand der Lehre in eine wirkliche Erscheinung. Wir wollen vorweg plausibel postulieren. Und dann wollen wir es erklären. Organismen, auch der Mensch, sind materielle Raumzeitkonstruktionen. Dies aufgrund quantenphysikalischer Gesetzmäßigkeiten. Diese Konstruktionen schwimmen, in Anführungsstriche, in einem Meer von Wahrscheinlichkeiten aus virtueller Energie und potenzieller Information. Und diese Konstruktionen schalten Realität. Und dies aufgrund, und jetzt schauen Sie, der Begriff ist inzwischen etabliert, aufgrund quantenphilosophischer Gesetzmäßigkeiten. Warum philosophisch? Weil es immer deutlicher wird in den Experimenten, die die Theorie bestätigen, die Quantentheorie, dass das Bewusstsein im Mittelpunkt von allem steht. Entscheidend für die Funktion der Materie im Mikro- und im Makrobereich ist tatsächlich Formstrukturgestalt. Formstrukturgestalt, ich benutze das als Synonym, diese Begriffe, werden durch exakt aktivierte Bindung zwischen Atomen und Molekülen konstruiert. Man kann jetzt schon fragen, wer konstruiert hier eigentlich? Diese Prozesse unterliegen zweifellos der Domäne der Quantenphysik.
Sie sind primär nur Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeiten lassen sich mathematisch als Wellenfunktionen beschreiben und werden, und schauen Sie, durch ein Bewusstsein zu Informationen, daraus entstehen Kräfte und daraus entstehen dann Zeitoperationen. Der Nobelpreisträger Rupia sagte schon, wir betrachten gewöhnlich nur die Materie, weil wir sie sehen und anfassen können. Aber viel wichtiger sind die Wechselwirkungsquanten, welche die Materie zusammenhalten und deren Struktur bestimmen. Nun kann man sich fragen, wie ich es einleitend schon gesagt habe, wozu brauchen wir diese Materie? Die Materie unseres Körpers mit ihren Schwingungsfeldern ist notwendig, und nun kommen drei Ergebnisse. Erstens, Bindungsbrücken zwischen Massen zu bauen. Wir müssen ja aufgebaut werden als Form Strukturgestalt. Zweitens, um Energie und Information aus diesem Meer aller Möglichkeiten, aus diesem massefreien Raum zu extrahieren. Das heißt, unsere Materie hält Energie fest, Information ebenfalls, wandelt sie um und gibt sie wieder ab. Und drittens, natürlich, um an der Erdoberfläche zu bleiben. Masse unterliegt doch den Kräften der Gravitation. Nun ist es so, dass diese Materie, die ich Ihnen eben skizziert habe, in jedem Augenblick unseres täglichen Lebens vom Geist gesteuert wird, von unserem Willen gesteuert wird. Wie sollten wir ansonsten mit nichts anderem als unserem Willen, was ja ein pures geistiges Prinzip ist, sprechen, laufen und andere motorische Aktivitäten ausführen. Wir betrachten gewöhnlich unseren Körper auf der untersten Ebene, die als Molekularphysik tätig ist. Darauf baut sich Anatomie, Morphologie auf, darauf dann die Funktion, also die Physiologie, und darauf unser Verhalten. Aber wenn ich jetzt zu Ihnen spreche und damit meine Stimmmuskulatur mithilfe meines Willens dauernd verändere, sodass die Stimmbänder sich straffen und locker werden, bei der ausgestoßenen Luft, damit ich reden kann, greife ich mit meinem Willen, mit meinem geistigen Konstrukt, ganz unten, unterhalb der Molekularphysik in meinen Körper ein. Ich möchte Ihnen am Beispiel, ich hebe meinen Arm, mal kurz aufschlüsseln, was in meinem Körper passiert. Um den Arm zu heben, müssen Muskeln kontrahieren. Sie können das leicht nachvollziehen. Damit Muskeln kontrahieren können, müssen bestimmte Membranen, also die Nervenmembranen, die Neuronenmembranen, für bestimmte Mineralionen durchlässig gemacht werden. Man nennt das Auslösung eines elektrischen Aktionspotenzials. Damit Membranen durchlässig werden, müssen bestimmte Proteine, in diesem Fall Enzyme, Membrantore bewegen und öffnen. Damit diese Enzyme Membrantore öffnen können, müssen sie ihre Formstrukturgestalt, also ihre Konfiguration, zu einer neuen Formstrukturgestalt, einer Konformation, verändern. Damit eine Änderung zu dieser aktiven Proteinkonformation stattfindet, müssen Kraft- und Zeitoperationen auf die Molekülbindungen der Proteine, der Enzyme, also der Aminosäurenketten einwirken. Für diese Kraft- und Zeitoperationen müssen nun Spins, das sind die kleinen Rotationskörperchen der Elektronen, die verantwortlich sind für die Molekülbindung. Diese Spins müssen ihre Eigenschaften ändern. Und damit Spins ihre Eigenschaften ändern, müssen Informationen fließen. Eine Kanalkaskade dieser Informationsquelle ist mein Wille, ist mein Geist, ist meine Psyche, mein Bewusstsein. Erst unter diesen Voraussetzungen kontrahiert der Muskel und ich kann den Arm heben. Wie also funktioniert jetzt Leben und Gesundsein? Wenn wir uns die Herkunft der Kräfte, der Zeitphasen und der Informationen, Sinn und Bedeutung, eine der wichtigsten Informationen für uns, laut neuer Physik anschauen, dann müssen wir aus der Virtualität, aus dem Meer aller Möglichkeiten, die Physik spricht hier auch von Superposition, von Kohärenz, festlegen eine Möglichkeit, mithilfe unseres Bewusstseins. Nun spricht die Physik von Kollaps der Wellenfunktion, von Dekohärenz. Und weil nun diese Kräfte entstanden sind in diesem Augenblick, sprechen wir von Realität. Warum? Wir können es nämlich messen. Kräfte an der Messapparatur zeigen uns einen Messwert an.
Und nun sind wir in der klassischen Physik. Schauen wir uns also das Prinzip der Entstehung und der Beeinflussung letztlich auch des ganzen Menschen an. Aus diesem Ziehfeld, diesem virtuellen überlagerten Wellenfunktion, dem Meer aller Möglichkeiten, entsteht unter anderem durch ein Bewusstsein eine Energieübertragung, die eine Kraft im Raum gibt. Eine sogenannte Time-like-Übertragung. Warum? Weil nur eine Ereignisfolge auftaucht. Ein Vorher, ein Nachher. Es gibt Versuche, die wieder ein Vorher zeigen. Ich kann zurück in der Zeit auf einer ganz bestimmten Ebene. Und schließlich Informationsübertragung. Also das Geben von Sinn und Bedeutung. Das ergibt Form, Struktur, Gestalt. Das ergibt Raum-Zeit-Konstruktion. Ihr Aufbau und ihre Funktion. Und nun entsteht das Sein. Das Dasein, das Gesundsein. Wir nennen das die Realität. Aus westlich-kultureller Sicht, aber aus östlich-kultureller Sicht heißt es ein Trugbild, weil die sagt, das Psi-Feld ist das Wirkliche und Wahre. Alles ist daraus abgeleitet. Wenn wir jetzt Realität determiniert haben, also Kräfte zwischen Massen erzeugt haben, dann haben wir auch einen Raum aufgebaut. Entspricht den Koordinaten, auf der die Bindungskraft arbeitet. Dann haben wir eine Zeitdauer aufgebaut, entspricht der Spanne, die eine Bindung bestehen bleibt. Ist korreliert mit der Bindungsenergie. Sie ändern sich. Und dann muss Information mit Zielstruktur, mit Sinn und Bedeutung verstanden werden von dem System, damit es funktionieren kann. So sind alle unsere Elektronen Realitätsgeneratoren, aber auch die Atome, aber auch die Moleküle. Atom mit Atom baut Molekül auf. Molekül mit Molekül macht einen Molekülverband. Nun entstehen Funktionsträger. Daraus entstehen Organe. Daraus entstehen Regelkreise. Daraus entstehen Organismen. Die sind Teil der Erde. Die ist Teil des Universums. Und in jedem Würfel steckt Wellenfunktion, Resonanzmöglichkeit, Verstärkersystem, Sinngebungssystem und auch Generator neuer Wellenfunktionen. Auch unsere Sinnesorgane arbeiten exakt auf diese Weise. Alles, was wir an Energie von der Außenwelt in uns reinholen, mithilfe der Sinnesorgane, wird so geschaltet. Und nun müssen wir ganz dringend und wichtig unterscheiden. Die Selbstorganisation dieser Materie, also selbstregulierte Kraft- und Zeitoperation, dann Modulation der Materie durch den Geist, bewusstseinsregulierte Kraft- und Zeitoperation, und Modulation der Materie durch Außenenergien. Alles drei sind sehr wichtige Themen. Ich will mich heute hier auf Nummer 2 beschränken, Modulation der Materie durch den Geist. Also, wir wollen besprechen die überragende Rolle des Bewusstseins, einschließlich natürlich Unterbewusstsein, als Realitätsschalter. Der Quantenphysiker Paul Davis, sehr berühmt, große Preise bekommen, sagt, die Lehre der Quantenphysik ist, dass Materie eine konkrete, gut abgegrenzte Existenz allein in Verbindung mit dem Geist erlangen kann. Man kann sich fragen, was macht eine Quantenentität, bevor sie beobachtet und damit real geworden ist? Quantenphänomene sind nämlich undefiniert bis zu dem Moment, wo sie irgendwie gemessen werden, also irgendwie beobachtet werden. Also wenn Energie- und Informationsaustausch stattfindet. Die Antwort auf diese Frage ist, laut neuer Physik, die unbeobachtete Entität existiert in einer kohärenten Überlagerung aller möglichen Zustände, die durch Wellenfunktionen erlaubt werden. Das ist die Aussage von Erwin Schrödinger, dem Nobelpreisträger, die er schon 1926 gemacht hat. Aber in dem Augenblick, in dem eine Messung, analog eine Beobachtung durchgeführt wird, kollabiert die Wellenfunktion mit den vielen Zustandswahrscheinlichkeiten und das System ist gezwungen, einen einzigen Zustand einzunehmen. Das System ist in die Realität geschaltet worden. Berkeley sagte schon, Sein ist wahrgenommen Sein. Nun gibt es nicht nur Wellenfunktionen der Energie, die kollabieren können, sondern es gibt auch Wellenfunktionen der Information. Quantenbits, Qubits heißen sie. Damit wird Information in einen klassischen Zustand versetzt. Also aus dem Meer der Möglichkeiten werden definierte Entitäten mit Sinn und Bedeutung herausgeholt. Zum Beispiel wirken so unsere angeborenen Gefühlsqualitäten. Superposition, also diese Kohärenz, bleibt so lange in diesem Stadium, wenn sie von der Umgebung isoliert ist,
bis ein bewusster, fühlender Beobachter auftritt. Experimente haben erstaunlicherweise ergeben, wenn eine Maschine Quantensysteme misst, bleiben die Ergebnisse so lange in einer Superposition, also im Meer aller Möglichkeiten, bis ein bewusster Mensch die Messung der Maschine beobachtet und diesem Messwert Sinn und Bedeutung gibt. Bewusstsein setzt dabei das Ziel und unser Unterbewusstsein erschafft den Weg. Beide zusammen lassen die Wellenfunktion kollabieren. Wir wollen uns das individuelle Bewusstsein definieren, damit wir die Begriffe so nehmen, wie wir sie jetzt gemeinsam beschreiben wollen. Unterbewusstsein und Bewusstsein sind Agens eines Wesens. Sie bewirken, dass Informationen als solche erkannt und zielgerichtet verarbeitet werden können. Und nun kann dieses Bewusstsein die Schöpferkraft der Welt jedes Individuums erzeugen. Energie kann mit Hilfe des Bewusstseins als Information kodiert werden. Deshalb ist ein Bewusstseinsfeld ein Informationsfeld. Der Physiker Shimon Malin ist in der Universität in USA tätig. Ich bin ein Teil des Universums, sagt er. Und da ich das Universum erfahre, ist das erfahrene Universum ein Teil von mir. Eine Logik, die denkenswert ist. Albert Einstein sagt im Grunde das Gleiche. Ein menschliches Wesen ist ein Teil des Ganzen, das wir Universum nennen. Es erfährt sich selbst, seine Gedanken und Gefühle, als etwas von allem anderen Getrenntes, eine Art optische Täuschung seines Bewusstseins. Und Gunter Heim in der RWTH Aachen sagt, es gibt einen zentralen Computer, ein universelles, Information verarbeitendes Feld und alle Materie, egal welche, hängt über einen Bewusstseinsstrudel mit diesem Computer zusammen. Und auch der Nobelpreisträger Paul Wigner sagte, die Quantentheorie beweist die Existenz eines universellen Bewusstseins im Universum. Wie sollen wir uns so einen universellen Geist vorstellen? Ist er im Prinzip analog zum individuellen Geist, also zu unserem Geist? Dann würde Information in einem Feld, Bewusstseinsstrudel, mit diesem Computer zusammen. Und auch der Nobelpreisträger Paul Wigner sagte, die Quantentheorie beweist die Existenz eines universellen Bewusstseins im Universum. Wie sollen wir uns so einen universellen Geist vorstellen? Ist er im Prinzip analog zum individuellen Geist, also zu unserem Geist? Dann würde Information in einem Feld aufgenommen, gespeichert, intelligent, das heißt zielgerichtet, verarbeitet, mit Sinn und Bedeutung verknüpft, also insgesamt mit einem Bewusstsein, das Erfahrung ermöglicht, verarbeitet werden, zum Beispiel in Form der Evolution. Und David Bohm, einer auch der wichtigen Physiker, die auf diesem Gebiet gearbeitet haben, sagt, das Universum ist möglicherweise nicht mehr als ein gigantisches, vom Geist erzeugtes Hologramm. Wir können uns das vielleicht vorstellen analog zum World Wide Web. Hier werden individuelle Beiträge erschaffen und alles zusammen ergibt ein ungeheuer großes Informationsfeld. Und wenn wir uns also dieses universelle Bewusstsein vorstellen wollen, es ist erschaffen von diesem Plenum, von dem ich anfangs sprach, des Universums, entspricht der Summe aller Ichs, jedes Einzelwesen, sind Milliarden davon, nicht nur uns, von uns Menschen, sondern von allen informationsverarbeitenden Wesen und bewirkt dann diese universelle Schöpferkraft. Wenn es diesen universellen Geist gibt, dann ist unser Bewusstsein dem untergeordnet. Und meinem Bewusstsein ist untergeordnet mein Wille, individuell. Auf der anderen Seite haben wir das Unterbewusstsein. Dem ist untergeordnet unsere Gefühle. Die sind aber angeboren, sind also archetypisch. Und im Glaube kommt alles zusammen. Die universelle, die archetypische und die individuelle Komponente. Deswegen hat der Glaube eine enorme Kraft. Das universelle Informationsfeld wird durch uns Individuen in seiner Strukturierung moduliert und wirkt auf uns zurück. Wir glauben, und wenn wir glauben, ist es wie körpereigenes Wissen, aufgrund unserer Gedanken und Gefühle. Unsere Gedanken und Gefühle sind die Folgen unserer Erfahrungen.
Unsere Erfahrungen sind die Folge unseres Bewusstseins und Unterbewusstseins. Unsere Bewusstseinsmomente sind Teil eines individuellen Informationsfeldes. Das individuelle Informationsfeld ist Teil eines universellen Informationsfeldes. Und das universelle Informationsfeld ist Bestandteil, ja, wie sollen wir es nennen, des allumfassenden Geistes. Also, Herr Müller, abschließend widme ich mich noch einmal Ihnen und Ihren Aussagen. Unter anderem störte ich mich an der Behauptung, dass der Glaube vorgibt, etwas zu wissen, das er nicht wissen kann. Nun hängt das nicht aber vom Individuum ab. Ich meine, ich sagte ja vorhin, dass ich mich seit meiner frühen Jugend mit dem Glauben befasse. Ich habe mich damals nicht konfirmieren lassen, weil ich kirchliche Institutionen, ähnlich wie Sie, ablehnte. Und genauso lehnte ich halt die Bibel oder andere heilige Schriften ab. Auch weil ich mich durch kein Buch oder eine Lehre limitieren lassen wollte. Allerdings, und da unterscheide ich mich halt von Ihnen, urteile ich darüber dann halt auch nicht mit so einer Bestimmtheit. Ich bin also seit damals Deist und glaube an Gott, also die schöpferische Allmacht der Natur, welche die Wissenschaft begreifbar macht, aber nicht widerlegt. So sehe ich das jedenfalls. Also davon bin ich überzeugt, aber diese Überzeugung ist mein Glaube und kein Wissen. Und wenn ich sie nicht überzeugen konnte, dann glauben wir eben zwei verschiedene Dinge. Ist doch auch okay, aber wo gebe ich denn da jetzt ja als gläubiger Mensch vor, etwas zu wissen? Verstehe ich nicht. Und diese Vermessenheit, zu behaupten, etwas zu wissen, das man nicht wissen kann, die ist individuell und die unterscheidet auch auf keinen Fall zwischen Glauben und Wissenschaft. Das zu sagen ist vermessen. Zum Beispiel, wenn ein Stephen Hawking sagt, seine spontane Schaffenskraft macht Gott überflüssig. Oder wenn ein Physiker sagt, das Bulgu-Universum oder die Stringtheorie machen Gott überflüssig, dann ist das ziemlich vermessen. Eine Behauptung, die nicht überprüfbar ist, die nicht belegbar ist, die einfach in den Raum gestellt wird, ohne es zu wissen. Und wenn jetzt jemand sagt, Gott oder Gottes Existenz ist genauso wenig zu beweisen wie die Existenz der Zahnfee und sehr unwahrscheinlich, dann ist das ziemlich vermessen, weil es einfach eine Behauptung ist, die nicht belegbar ist. Oder nach welchem Maßstab sagen Sie das denn? Also wie misst man denn die Wahrscheinlichkeit, dass Gott existiert? Sagen Sie mir das mal. Genau dasselbe gilt für die Aussage, wenn ich tot bin, ist da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts. Also ich meine, welches Experiment haben Sie gemacht? Erklären Sie mir das und legen Sie mir das bitte nahe, woher diese ja an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit. Dann andere Aussage, die Evolution ist ein blinder, ungesteuerter Prozess, nicht ich glaube oder die Wissenschaft legt nahe, das, wobei sie das aus meiner Sicht auch definitiv nicht tut. Nein, sie sagen, es ist so. Natürlich, der Fairness halber, wenn ein Christ sagt, dass er wüsste, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dann ist das vermessen, genauso wie wenn ein Jude oder ein Moslem das über seine Heilige Schrift sagt, denn sie wissen es nicht. Sie glauben es. Das müssen sie auch ganz klar so ausdrücken. Wissen Sie, Herr Müller, Ihre berechtigte Kritik an den institutionalisierten Religionen in allen Ehren, aber gegen Intoleranz mit teilweise pauschalisierender Ignoranz vorzugehen, sehe ich jetzt nicht so als das Mittel der Wahl. Schauen wir mal ganz kurz auf das Muslimentum, das hier gegenwärtig sehr kritisch gesehen wird in unseren Breiten. Dann sorgt dort beispielsweise die Sure 39,18 im Koran, diejenigen, die das Wort hören und bedenken, und den besten davon folgen sind es, welche von Gott geleitet sind, unverständig sind. Jetzt frage ich Sie mal, Herr Möller, haben Sie den Koran gelesen oder sogar interpretiert? Wahrscheinlich nicht. So gesehen folgen Sie also einem Wort, das Sie kennen, und verurteilen ein anderes, das möglicherweise nur missbraucht wurde. Und durch Psychopathen missbrauchte Machtpositionen finden wir doch überall. Da brauchen wir jetzt keine heiligen Schriften für. Wie sagten Sie, Herr Müller, mit Verlaub, worüber man nicht reden kann, sollte man besser schweigen. Dann machen Sie das doch mal.
Chase. Bis zum nächsten Mal. Mit seiner Posse, den Enten, und da sind die Schwäne am Start.